Fex zum Gruß, ihr Lieben. Es geht weiter mit Memoria und mal gucken, ob wir jetzt hier irgendwie was Geheimes hinter dieser verborgenen Tür im Dachboden von Meister Bodiak finden werden und ob wir da irgendwas klauen werden vielleicht. Mal gucken. Ich bin total gespannt, was da jetzt drin ist. Wahrscheinlich etwas... Bei Fex. Es hat tatsächlich geklappt. Ja, wahrscheinlich irgendwie was total anderes, als wir denken. Wie immer. In die Schreibstube. Ach, jetzt sind wir hier, wo Nuri war. Merkwürdiges Funkeln, das hat sie nämlich runtergeworfen. Meine Hand ist zu groß, ich komme nicht bis zum Boden. Wenn ich das Ding da unten nur irgendwie anheben könnte. Kannst du das nicht einfach mit dem Messer rausholen? Das Messer ist ein Stück zu kurz. Was ist mit den Dietrichen? Geht nicht. Warum denn nicht? Geht nicht. Also ich soll das hier irgendwie anheben können. Aha. Na dann. Breda soll sich damit befassen. Ich muss herausfinden, was hier geschehen ist. Kohlezeichnung. Die Worte "Nichts ist jemals verloren" stehen darunter. Eine Zeichnung von einem jungen Jäger und einer noch jüngeren Frau. Hasenauge? Elmerion? Rondellions Fanghorn? Das scheint eine Liste von magischen Artefakten zu sein. Manche tragen einen Vermerk zum Aufenthaltsort, andere sind abgehakt. Ein Andergaster wie Eurich kann sich diesen ganzen magischen Firlefanz doch gar nicht leisten. Am Ende kommt noch raus, er war gar kein echter Magier. Der Typ. Sondern nur ein gemeiner Dieb. Dieser schwarze Mann. Der Magister war dieser Typ auf dem Waldplatz und der klaut die Sachen. Der war das bestimmt. Breda soll sich damit... Ich muss her... Okay. Eine riesige Festung auf einem Berg. Sieht so Draconia aus? Ich sehe mir das mal näher an. Ein Geheimfach. Eine versteinerte Ratte und Zeichnungen von der Maske. Hier sind überall kleine gekritzelte Notizen. Ganz oben steht, nach all den Jahren endlich Antwort. Die Maske ist in Draconia. Morgen breche ich auf. Auf einem anderen Zettel dann, gestern zurückgekehrt, konnte die Maske nicht finden. Das Konzil verweigerte mir den Eintritt in die Festung. Dafür bestach ich einen Adepten und besitze nun den Rubin. Doch ohne das Artefakt bleibt er wertlos. Draconia? Die Maske, der Rubin? Wann verrät mir endlich jemand, was das alles soll? Also der Rubin gehört in die Maske. Da bin ich ja mal gespannt, was dabei noch am Ende rauskommt. Genau wie Eurich. Aha, die ist zusammengefallen. Dann reparieren wir die mal wieder. Alles klar. Sie wurde in das gleiche Gestein verwandelt wie der Magister. Nur aus ihrem Kopf wächst eine kleine Menschenhand. War das eine Art Experiment? Oh, wie gruselig. Laut seinen Notizen ging der Kauz nach Draconia, um die Maske zu suchen, und kam nur mit einem Rubin zurück. Laut seinen Okay. Das sind ausschließlich Studien der Maske. Er schien besessen von ihr gewesen zu sein. Und wenn wir es mit Satya immer spielen, oder Satya, dann haben wir die Maske natürlich immer noch. Aber jetzt sind wir mit Geron da. Ihm wurde sie weggenommen. Aber dafür erfahren wir hier mehr. Was hat es denn mit dieser Ratte auf sich? Können wir das vielleicht mitnehmen, den Staub der Ratte? Aber das wäre ja auch irgendwie... Weiß auch nicht. Der ganze Raum glüht. War das eine Art Experiment? Kannst du da irgendwas machen? War das eine Art... Gut, dann geh mal wieder zurück hier. Ich weiß nicht, was wir sonst hier gerade tun könnten. Ich muss jetzt hier irgendwie an dieses Funkelding rankommen. Das könnte der Rubin nämlich sein. Eventuell ist es der Rubin.
Der Besenstiel ist viel zu dick. Nee, nicht mit dem Besenstiel. Ich dachte jetzt eher so fegen, vielleicht verrutscht es dann irgendwie oder so. In der Ritze ist etwas. Ein rötliches Schimmer, ja, das ist wenn ich das Ding da unten nur irgendwie anheben könnte. Musst du dann vielleicht woanders hingehen, dass du das von unten anhebst, weil, dass wir von hier irgendwie mal gucken. Oh, die Sonne scheint auch gerade so ein bisschen auf meinen Monitor und ich kann das hier gar nicht erkennen, ob da überhaupt irgendwas ist. Den können wir ja mal erstmal wieder ganz machen. So. Oh, der zerfällt wieder. Ach, weil wir den... Ja, wir haben ja den Es Schlüssel. Scheinen Teile zu fehlen. Er kann sich nicht wieder zusammensetzen. Das ist ja auch doof. Weil wir ja das mit dem Schlüssel gemacht haben. Da haben wir ihm wahrscheinlich ein Stück Finger weggenommen. Ich gehe mal nach draußen. Vielleicht kann ja auch doch Nuri helfen. Nuri. Mach keinen Unfug. Wir sehen uns dann später. Bis später. Okay. Na gut. Die Tür ist nun offen. Ja, aber wenn, dann hätte ich jetzt auch eher gedacht, ein Stockwerk tiefer dann halt in den Latten hier irgendwas machen können. Aber das ist ja auch noch weiter hinten in der Ecke. Also es ist ja auch gar nicht hier. Nee, dann müssen wir nochmal nach oben. Dann müssen wir da drinnen irgendwas machen können. Und das geht das doch nicht. Meine Hand ist zu groß, ich komme nicht bis zum Boden. Wenn ich das Ding da unten nur irgendwie anheben könnte. Ach so, naja, er meint ja nicht dann die Holzplatte, sondern so eine Art Magnet. Also, dass er das irgendwie hochwirbelt. Das geht so nicht. Irgendwie musst du da doch mal was bauen können. Hat es vielleicht was mit dieser Hand auf sich? Ich überlege gerade, ob wir hier die eklige Ratte versteinern können. Also die irgendwie auch nehmen könnten, damit wir die Hand nehmen. Aber wozu? Er hat ja selber eine. Und wenn die nicht reinpasst, warum dann die? Also, er will die irgendwie an... Er will das irgendwie anheben können. Aber wie? In der Ritze ist etwas, wenn ich das Ding da unten... In der Ritze... Er will das irgendwie anheben. Ist hier noch irgendwas, was ich übersehen habe? Ja, das Gefäß. Das hatte ich noch nicht. Hoffentlich ist das kein Spucknapf. Und das Gefäß ist bestimmt dazu da, um das hier zu nehmen. War das eine Art Experiment? Warte mal, das machen, tippen wir mal an. Der zerfällt jetzt wieder. Und dann nehmen wir das Gefäß und packen es da rein. Ich nehme das Messer, um den Staub in das Gefäß zu kratzen. Ich nehme mal an, wir sollen das wieder verhärten, was aber irgendwie gruselig, glaube ich, ist. Ich weiß nicht genau, ob das so Sinn macht, was ich mir hier denke, aber reparieren? Nicht solange die Ratte noch in dem Gefäß ist. Ach so. Weiß ich nicht. Geht das? Kann ich das jetzt hier ihm bringen? Besser nicht. Ich brauche meinen Kram selbst noch. Du sollst ihm das eigentlich auch nicht geben. Er sollte das... Naja, mal gucken. Vielleicht fällt mir noch was ein. Genau, wenn wir das jetzt hier reinschütten und dann reparieren, dann hebt das an. Ich habe den Staub in die Ritze gekippt. Genau, und jetzt reparieren. Und ha! So hält die Hand uns den Rubin hin. Klasse. Cool. Hat geklappt. Ein Rubin? Er hat einen Sprung. Oh, mein Kopf. Da ist jemand nebenan. Oh. Nicht schon wieder. Nur noch diese Wand. Dann sind wir in Draconia.
Hilf mir. Alleine komme ich hier nicht hoch. Befreie meine Hände. Wenn ich das tue, tötest du mich doch sofort. Richtig. Wie sehr er euch hasst, Charizard. Verständlich. Wer ist schon gern ein Sklave? Er müsste mich nur noch hier hinüberheben. Dann wären wir am Ziel. Die Maske. Ist dir etwas eingefallen? Ja. Seit wir hier sind, erinnere ich mich an immer mehr. Sagt mir, im Inneren der Maske, seht ihr dort Schriftzeichen? Ah, ich hatte recht. Phtan Phasgadan es Plaste Katan. Murilor Gras Ferel Goran. Hil Bemutir Gerul Felan. Juntir Katan Feluntir Sodan. Was ist das für eine Sprache? Eine sehr, sehr alte. Malakar hat sie laut für laut in die urtulamidische Schriftform übersetzt und über die alte einritzen lassen. Setzt eurem Gefangenen die Maske auf und rezitiert die Formel. Anschließend wird er euch jeden eurer Wünsche erfüllen. Aha, das ist ja interessant. Das kann die Maske also. Was wird passieren, wenn ich die Formel spreche? Ich erinnere mich nicht genau. Aber ich weiß, dass es ihn zu eurem Diener machen wird. Auch mit freien Händen wird er dann noch machen, was ihr von ihm verlangt. Ich kann mir die Zauberformel nicht merken. Sie ist zu schwierig. Lasst mich es versuchen. Wenn es dann soweit ist, werde ich euch die Worte vorsagen und ihr sprecht mir nach. Okay. Wie hast du seine Hände versteinert? Mit diesem Zauber hier. Und wir kriegen noch eine Fähigkeit. Jawohl! Ach, ich wusste es ja. Jetzt. Ihr könnt ihn auf der Blume dort oben ausprobieren. Die einzige Blume, die hier wächst, und die versteinern wir natürlich. Welch Hohn. Ich muss dort hoch und sie blickt auf mich herab. Gut. Und nun verwandelt sie wieder zurück. Mach ich? Ach naja, dann passiert der Pflanze ja nichts. Ich hatte recht. Wie weit geht dieser Zauber? Vorerst reicht meine Kraft nur für kleine Tiere und Pflanzen. Einst konnte ich vermutlich auch ganze Menschen versteinern. Aber die Jahre müssen mich geschwächt haben. Wie kommt es, dass du dich jetzt daran erinnerst? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es sind diese Berge. Es ist, als wäre ich schon einmal hier gewesen. Ich trug Malakas Maske bei mir. Und ich suchte einen Garten? Mehr weiß ich nicht. Wenn es mir gelingt, Rachwan die Maske aufzusetzen, werden wir es vielleicht bald erfahren. Nein, ich kann meine Hände jetzt schon kaum noch spüren. Okay, wir sind also wieder zurück mit Satya und ihrem Freund, dem Stab. Und wir haben natürlich eine neue Fähigkeit, das End- und Versteinern. Das habe ich mir aber schon gedacht, als er das gemacht hat mit Rachwan. Weil ich dachte, alles, was er so preisgibt an Fähigkeiten, gelangt meistens auch an Satya weiter. Und ja, das finde ich eigentlich ganz cool, dass wir das jetzt können. Er ist so trocken. Ein Wunder, dass er noch lebt. Der letzte Rest Leben an diesem götterverlassenen Ort. Oh, im Vergleich zu meiner Grabkammer tanzt hier die Karawane. Nur wärmer könnte es sein. Ja, ich stehe kurz vor dem Erfrieren. Ja, das muss ziemlich kalt sein. Feuerstelle. Ich brauche dringend Wärme. Ich erfriere gleich. Können wir da was machen? Haben wir denn noch hier Ast? Und dann kannst du doch Feuer machen mit dem Stab. Das geht nur bei magischen Artefakten. Wie ging denn das jetzt nochmal? Bitte nicht schon wieder. Ihr werdet mich noch brauchen, Herrin, ehrlich. Nee, ich wollte dich da nicht reinwerfen, lieber Stab. Ich wollte eigentlich Feuer machen, aber das können wir auch selber hier mit Feuersteinen. Ich überlege immer, was wir mit ihr überhaupt an Gegenständen haben. Es ist zu windig. Hier bekomme ich kein Feuer hin. Ja. Allein der Anblick lässt einem das Blut gefrieren. Nicht wahr, Herren? Das liegt an den Eiszapfen, nicht an dem Steinblock. Aber er sieht schon cool aus. Eiszapfen hängen von seiner Schnauze herab. Können wir denn die Eiszapfen nehmen? Brauchen wir welche? Hä?
Mach mir endlich eine Räuberleiter. Hilf mir über die Felswand. Gib mir meine Hände zurück. Es wird Zeit, dass ich dich endlich töte. Setzt ihm die Maske auf und er wird es sich anders überlegen. Gut, dann machen wir das mal. Setz die Maske auf. Nein, bleib mir fern damit. Ihr werdet ihn erst überwältigen müssen. Ich weiß. Aber wie? Ich bin zu erschöpft, um mit ihm zu kämpfen. Außerdem ist mir kalt. Ich brauche dringend etwas, woran ich mich wärmen kann. Okay. Ist dir nicht kalt? In Draconia kannst du dich endlich wärmen. Kälte ist nur im Kopf. Denke nicht daran und dir wird auch nicht kalt. Ja. Gut, ich glaube, wir müssen hier irgendwie ein bisschen... Weiß ich nicht. Hier ist ja eigentlich eine Feuerstelle, aber es ist zu windig. Was kann man denn dagegen machen? Rachwan, du musst mir da... Befreien. Ja, komm, das... Damit er euch erwürgen. Das bringt ihr nichts. Findet lieber einen Weg... Ja, genau. Ich höre mir das Gequassel schon gar nicht an, weil wir wissen ja eigentlich, was wir zu tun haben. Wir wissen nur noch nicht, wie. Kann sie irgendwas bauen, dass das hier windgeschützter irgendwie wäre? Vielleicht, dass wir den Dornenbusch versteinern? Dann ist das nämlich nicht mehr ganz so windig. Jawohl. Willst du dich nicht mit ans Feuer setzen, Rachwan? Kälte ist nur im Kopf. Ja, ja. Halte sie aus dem Kopf und dir wird nicht kalt. Alles klar, dann nicht. Ah, das ist schon viel besser. Möchte sie jetzt auch noch was essen oder reicht das Wärmen jetzt? Oder was will sie jetzt? Können wir ein bisschen Grasbüschel auch noch nehmen? Wenn es essbar wäre, könnte ich es von Hand ausreißen und essen. Aber das Risiko ist so groß. Wenn es ist, aber das... Ist das Gras giftig? Nein. Ist. Ja. Ist. Okay. Ich bin deine Spiele ein für alle Mal satt. Ich überlege, was jetzt eigentlich Sache ist. Ob wir vielleicht was trinken sollen mit Eiszapfen. Kriege ich hier einen Eiszapfen? Eiskristalle. Wunderbar. Bloß nicht hinsehen. Mir ist schon kalt genug. Kannst du dir die mal abnehmen? Ich hebe mir meine Kraft. Ah. Irgendwie halt abnehmen. Den erwärmen wir ja auch Quatsch. Das Feuer ist jetzt groß genug. Willst du dich nicht mit... Ach, jetzt Kate, kommt jetzt Alter. Das wieder. Sie quatscht ihn ja auch automatisch an, obwohl ich immer das Feuer nur will. Ich glaube aber, ich soll die Eiskristalle hier auch noch irgendwie nehmen. Wie kann ich das denn mal machen? Mir fehlt die Vision. Die Statue ist von einer Eisschicht umgeben. Aktivieren, deaktivieren. Ach so. Aber das ist ja nicht magisch. Also kann er das nicht machen, ne? Das ist wohl nicht magisch genug. Genau, also da, das geht schon mal nicht. Rubin, Rachwans Halskette. Hier könnten wir ihm eine Vision schicken. Das wäre auch eine Idee. Er soll sich eigentlich die Maske aufsetzen, aber okay, der soll in den Spalt springen. Nee, nehmen eigentlich, ja. Nimm Eisfunkeln. Eisfunkeln, Eiszapfen, Schnee, Felswand, das bringt ja alles überhaupt nichts. Aber wir können überlegen, was man vielleicht für eine Vision später so nimmt. Kalt ist es nicht. Ja, großes Feuer müsste es als Vision geben. Können wir ihm die nicht einfach aufsetzen? Setz die Maske auf. Nein, bleib mir... Ihr werdet ihn erst überwältigen müssen. Ich weiß. Aber wie? Ich bin zu erschöpft. Außerdem ist... Ich brauche dringend etwas, woran ich mich wärmen kann. Ich weiß. Aber wie? Aber du hast doch jetzt hier dein großes Feuer. Willst du dich nicht mit... Kälte ist... Halte sie...
Kannst du dir den Schnee nehmen? Da hinten? Nein. Ich... Kannst du dir den Schnee mit was anderem nehmen? Der Weg der Willkür ist... Kannst du ihm den geben, den Alkohol? Hast du Durst? Hier ist Wasser. Er weiß, dass er euch nicht trauen kann, Charizard. Was mache ich denn dann mal? Das ist schwierig jetzt. Ich habe so viel... Irgendwie weiß ich nicht. Ich dachte erst die Eiskristalle, aber jetzt dachte ich mit dem Schnee. Den könnte man auch schmelzen und was zu trinken machen. Aber ich habe halt als Gefäß nur dieses Alkohol-Ding. Und eigentlich wollen wir darauf aus, dass er die Maske aufsetzt. Überwältigen geht nicht, weil sie will sich wärmen. Aber obwohl das Feuer jetzt hier brennt, wärmt sie sich nicht wirklich, oder? Ah, das ist schon viel besser. Wir stehen zwar jetzt hier dran, aber... Nochmal vielleicht einen Versuch mit der Vision nochmal. Eisiges Funkeln und Eiszapfen. Schnee, Dornbusch, Spalt, Felswand, Blume. Keine Ahnung, ich probiere hier sinnlos aus. Mein Geist ist stärker als die Kälte. Er quatscht halt auch immer nur von der Kälte irgendwie. Gut, ich werde mir im nächsten Part überlegen, was wir hier tun können oder wie der Ansatz ist, dass wir hier besser vorankommen. Ob Trinken, Essen, Vision, Feuer, keine Ahnung. Ich muss nochmal schauen dann. Und ja, mal sehen, wie es dann weitergeht. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.